Hey Handballinspiratorinnen und Inspiratoren, herzlich willkommen zum dritten Handballsnack mit mir und Olli. Hallo Olli. Hallo lieber Martin und hallo an alle Zuschauenden. Wir wollen beim Handballsnack euch Anregungen geben zu Spielphilosophien, Trainingsweisheiten, die ihr für euer Training oder Spiel dann mitnehmen könnt. Das sind immer kleine Anregungen. In der vorherigen Folge haben wir das breite Spielfeld, die breite Spielanlage analysiert. Olli hat uns da die vielen Vorteile, aber uns auch genau erklärt, was die breite Spielanlage dann eigentlich ist. Und jetzt wollen wir weitergehen. Was sind die Nachteile und vor allem, wie können wir das trainieren? Wie können wir das umsetzen? Darüber wollen wir jetzt in den kurzen 15 Minuten sprechen. Die Zeit läuft und wir starten mal direkt in den Vortrag. Wir haben im letzten Mal darüber gesprochen, worin die Vorteile einer breiten Spielanlage bestehen. Vor allem ging es darum, dass raumöffnende Pässe und Bewegungen gemacht werden. Ziel ist es, dass kurzzeitig Überzahlsituationen entstehen und man diese ausspielen muss. Dafür brauchen wir aber eine extreme Handlungsschnelligkeit und eine hohe Passqualität. Um uns die Gefahren dieser Spielweise genauer vor Augen zu führen, schauen wir uns nochmal das Video von letzter Woche an. Zuerst einmal orientieren sich unsere beiden Halbangreifer an der Seitenauslinie, um die Abwehr maximal auseinanderzuziehen und Räume für 1-1-Situationen zu schaffen. Durch die hohe Passdistanz ergibt sich die Gefahr, dass Pässe nicht oder nur schlecht ankommen. Dadurch kann das ganze Spiel ins Stocken geraten und wir landen eher im Zeitspiel als in einer guten Chance, ein Tor zu werfen. Wenn wir die Breite des Feldes nutzen wollen, leben wir von raumöffnenden Pässen und Bewegungen. Natürlich spielt da das Thema Tempo eine enorme Rolle. Mein Spieler muss also in der Lage sein, einen scharfen Pass in voller Bewegung sicher anzunehmen und sofort in eine Aktion starten zu können. Die Gefahr, einen technischen Fehler zu machen, ist auch hier wieder enorm hoch. Außerdem haben es größere, langsamere Spieler schwerer, einen kleinen Vorteil rauszuspielen. Im Video sehen wir ein Kreuzen der Magdeburger. Das Spiel wird nach rechts verlagert und das Kreuzen öffnet den Raum auf der linken Seite. Aber Achtung, das Kreuzen ist voller Gefahren. Wir müssen uns ums Timing im Anlauf und den Pass kümmern. Aufgrund des hohen Tempos erhöht sich hier auch die Schwierigkeit. Zu guter Letzt muss uns bewusst sein, dass allen voran die gegnerischen Außenspieler die Möglichkeit haben, in die Pässe Richtung Seitenauslinie reinzulaufen. Auch hier sind die Faktoren Handlungsschnelligkeit, Wahrnehmung und Passqualität in der Schärfe absolut entscheidend. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dann stellen wir mit dieser Idee des Spiels natürlich unsere Spieler auch vor extreme Herausforderungen. Das Schöne ist aber, dass wir dadurch auch weg von dieser Denkweise kommen, dass vor allem der Rückraum links groß sein muss, werfen können muss und der Rückraum Mitte ist der kleine Spieler, der viel im 1-1 geht. Ich denke, dass man insgesamt damit das Handballspiel einfach viel attraktiver macht, weil das Aktionstempo wesentlich höher ist und wir damit den Raum für Kreativität in Anspielen oder auch in Abschlüssen erhöhen. Ja, dadurch, dass der Handlungsdruck so extrem groß ist, hat man nur eine ganz kleine Zeit, wo man entscheiden muss. Ich nehme den Ball an und muss sofort entscheiden, was mache ich. Spiele ich ab, werfe ich aufs Tor. Und hier entstehen ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Ich muss allerdings als Trainer damit auch wissen, dass ich meine Spieler in diesem technischen Bereich weiterbringen muss, damit sie Anspielvarianten und Abschlussvarianten in ihrem Repertoire auch haben. So, Olli, vielen lieben Dank für den Vortrag, vielen lieben Dank für die Szene, die du nochmal aufgearbeitet hast. Meine erste Frage, die sich jetzt auch an das hohe Spielrisiko, an die hohe Fehlerquote richtet, ist denn die breite Spielanlage mit all diesen Anforderungen nur für den oberen Leistungsbereich? Wir sprechen über eine obere Leistung Champions League, Bundesliga, attraktiv oder können wir das auch schon im Jugend- oder im Breitensport auch implementieren? Ich glaube, man hat zwar extrem hohe Anforderungen, aber das reguliert sich ja immer an dem Leistungsbereich, in dem ich spiele. Also im Jugendbereich werde ich natürlich ja wahrscheinlich mehr Fehler machen, aber ich glaube, es lohnt sich einfach schon dort damit anzufangen, weil sich ja auch die Qualität des gesamten Spiels runterreguliert. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich in der ersten, zweiten oder dritten Liga spiele. Die Anforderungen daran sind hoch, aber ich muss in diesen Bereichen 1-gegen-1-Spiel oder einfach im athletischen Bereich des Tempos, der Explosivität, da muss ich einfach richtig gut sein auf meinem Leistungsniveau und dann kann ich, glaube ich, auch diese breite Spielanlage einfach ja, benutzen, einfach damit spielen und dafür muss ich nicht in der ersten Bundesliga oder in der Champions League spielen. Das kann ich schon im Jugendbereich machen, das kann ich in unteren Ligen. Es geht um diese Spielidee an sich.
Würdest du sagen, dass durch diese hohen Anforderungen die breite Spielanlage eine höhere oder schwerere Ebene ist, also der nächste Schritt nach der Engspielanlage, dass es eine Weiterentwicklung ist? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube eher, es ist abhängig vom Spielstil, den ich als Trainer natürlich gut finde auf der einen Seite, also meine Philosophie als Trainer. Allerdings muss ich natürlich auch immer sehen, welche Spieler habe ich. Wenn ich im Rückraum von meinen 6 Rückraumspielern 4 habe, die einfach fast 2 Meter groß sind, dann wird es sich nicht lohnen, so eine breite Spielanlage zu spielen, weil wir damit ja immer auf Schnelligkeit setzen, auf kleine 1-1-Spieler. Und da würde es sich wahrscheinlich mehr lohnen, in eine engere Spielanlage zu gehen, wo es darum geht, ums Timing, um wirklich um Chancen zu kreieren, aus dem Rückraum vielleicht zu werfen oder kleinere 1-1-Situationen zu isolieren. Also es ist keine Entscheidung, ich mache es jetzt immer, sondern es ist eher eine Entscheidung, was gibt mein Spielermaterial eigentlich her? Was können meine Spieler gut? Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel auch den modernen Handball angucken und auch die Entwicklung des Handballs, ist mir gerade aufgefallen, dass früher ja zum Beispiel viel noch mit diesen Linienaußen gespielt wurde. Dann wurden die auf Eckaußen gepackt und die Halbspieler ja auch peu à peu an den Seitenrand sich entwickeln. Ist das also die Zukunft des Handballs? Ich hoffe, dass es so ist, weil damit, wie ich ja schon gesagt habe, das Handballspiel an sich attraktiver wird. Und wir sehen es ja auch an der Spielweise, ja, von zum Beispiel Schweden, die damit extrem überraschend auch ins Finale, gekommen sind. Daran sieht man das. Und ich finde sogar, dass man auch an der Kreisläuferposition, an dem Kreisläuferspiel sieht, dass sich das Spiel verändert hat. Früher war der Kreisläufer extrem viel im Zentrum, in der Mitte. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen verlagert. Der ist auf den Halbpositionen beziehungsweise sogar zwischen Halb und Außen angesiedelt, damit sich einfach die Räume in der Mitte öffnen, man dort angreifen kann, um dann das Spiel abzuräumen bis nach außen. Ich glaube und ich hoffe, dass sich das einfach auch weiterhin in diese Richtung entwickelt, damit wir viele, viele geile 1-1-Aktionen sehen, damit wir viele, viele geile Anspielvarianten und Abschlussvarianten auch sehen, weil sich das Spiel einfach öffnet in seiner ganzen Breite und in seiner ganzen Kreativität, die man da auch ja, integrieren kann ins Spiel. Und vor allem glaube ich auch, wie du es auch schon sagst, für den Spielertypen an sich. Also, dass es auch von diesem großen, klobigen Ostblock-Spieler, sage ich jetzt mal stereotypisch, sich halt zu kleinwändigen entwickelt und dadurch auch die Palette der Spieler einfach größer wird. Also, wir können viel mehr verschiedene Talente und viel mehr spezifische Ausbildung, nicht spezifische Typen sozusagen fördern und in den oberen Leistungsbereich entwickeln. Genau, es ist quasi kein Muster mehr, was man einfach drauflegt und sagt, so ist das Spiel, sondern es wird halt einfach ein großes Potpourri an Möglichkeiten, die ich habe. Ja, man eröffnet sich in seinem Spiel einfach viele, viele Möglichkeiten und man kann auch viele Sachen einfach zurückgreifen. Ja, es geht vielleicht auch gar nicht darum zu sagen, man muss immer breit spielen, man muss immer so spielen, sondern es gibt ja auch, man kann ja auch darüber nachdenken, Hybridmodelle zu machen, dass es also ja, Spieler gibt, die extrem breit stehen, aber dann habe ich auch meinen Shooter, den ich in Position bringe, so also, dass der Gegner am besten erst ganz spät sieht, okay, was will eigentlich der Angriff von mir und sie sich immer wieder neu darauf einstellen müssen. Das ist eigentlich ja, worum es am Ende des Tages geht, dass mein Gegner sich nicht darauf einstellen kann, was als nächstes passiert, sondern ich ihn immer wieder vor neue Aufgaben stelle. Gerade diese Hybridlösung finde ich auch super spannend für die Zukunft. Könnte man uns eventuell merken für den nächsten Handball-Snack. Lass uns die Nachteile auch noch mal so ein bisschen diese Passqualität an sich, diese großen Passentfernungen. Und wir sehen es ja immer wieder, dass sich das auch schon adaptiert hat. Zum Beispiel diese Blitzbewegung der Außenspieler rennt jetzt in den Ball rein, so wie wir es auch im Video gesehen haben. Sind das jetzt schon die Antworten der Abwehr? Und welche Antworten siehst du zum Beispiel noch, die Abwehr gegen diese breite Spielanlage haben könnte? Also insgesamt wird die Abwehr immer mutiger, immer offensiver, nachdem wir eigentlich vor ja, knapp 10 Jahren immer ganz defensive 6-0 reingesehen haben, die selten vom 6 Meter weggetreten sind, entwickelt sich das Spiel eigentlich immer mehr dazu, dass die Halben zum Beispiel Druck auf den Rückraum Mitte machen und der Außen in der heutigen Spielauffassung eigentlich immer ein 1 gegen 2 alleine verteidigen muss und da eigentlich immer gucken muss, gehe ich zum Außen, gehe ich zum Halben, also hier auch eine große Auffassungsgabe gegeben ist. Es ist also nicht unbedingt eine Lösung darauf, sondern eher so eine Entwicklung der Abwehr, wie ich finde. Aber auf jeden Fall ist es so, dass in der breiten Spielanlage dieser Pass in die Breite halt extrem gefährlich ist, weil die Außen besser werden. So muss ich also als Angreifer immer wieder auch extrem an meiner Wahrnehmungsschnelligkeit und Wahrnehmungsfähigkeit einfach arbeiten, dass ich sehe, was macht der Außen, täuscht er vielleicht an, wo muss der nächste Pass hin, weil
Das haben wir auch gesagt. Es geht in dieser breiten Spielanlage extrem ums Tempo. Es geht darum, den Pass mit einer hohen Schärfe und einem hohen Tempo einfach zum nächsten Mann zu bringen und innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeitspanne zu entscheiden, was ist die beste und was ist die richtigste Option. Das ist sehr, sehr fehleranfällig und das, wie gesagt, ein extrem hoher Anspruch an die Spieler. Aber ich glaube, wenn man diese Gefahr eingeht, dann kann man auch extrem viel daraus schöpfen. Ich finde zum Beispiel noch eine Lösung, auch weil du das schwedische Beispiel zum Beispiel nochmal gesagt hast, mit diesem indirekte Sperre lösen und dieses 1 gegen 1 von Gottfriedsson. Du siehst häufig auch schon dieses Sinken zu diesem 1 gegen 1 und nicht dieses Helfen, sodass die indirekte Sperre einfach verteidigt wird. Also, dass wir auch da eine Entwicklung in unserem Abwehrspiel haben. Lass uns über das Training sprechen. Welche Möglichkeiten siehst du denn, die breite Spielanlage im Training vorzubereiten? Ich muss auf jeden Fall in diesen Räumen, um die es geht, extrem viel arbeiten und extrem viel trainieren. Also ich muss meinen Rückraumspielern weismachen, es ist wichtig, dass du immer, immer, wenn du auf dieser Halbposition stehst, als erstes diese Lücke zwischen 1 und 2 angreifst und da dieses Spiel auch hin verlagern. Und wie schaffe ich das? Am besten, indem ich genau dort extrem viele Erfolge den Spielern gebe. Das heißt also, ich spiele im Training extrem viel 2 gegen 1. Ja, dann schule ich gleichzeitig den Außenabwehrspieler, der muss ein bisschen zocken, muss gucken, vielleicht holt er den Pass, vielleicht holt er einen Stürmer vor, vielleicht gibt er dem Außen so schlechten Winkel, dass der gar nicht abschließen kann. Dann hat er nämlich auch gewonnen, kann also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich bringe es halt meinen Rückraumspielern bei, genau in dieser Zone zu agieren und zu entscheiden, okay, ich greife den Raum an und kriege den Ball in maximaler Geschwindigkeit und muss jetzt entscheiden, was als nächstes passiert. Und erst dann kann ich halt den nächsten Abwehrspieler hinstellen oder ein Grundspiel draus machen und sagen, du greifst diese Lücke 1-2 an und dann gehst du volle Pulle zur Hand oder gehst halt gegen die Hand und spielst deinen Halbverteidiger aus. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wie du sagst, die Position zu besetzen, um die Techniken, die dafür nötig sind, auch zu schulen. Also es macht keinen Sinn, im Training natürlich eng zu trainieren oder im Spiel die breite Spielanlage zu fordern, weil ja auch ganz viele, ich sag mal, Technikvariationen Pass nach außen dadurch super trainiert werden. Und die sind ja dann auch nötig, weil wir, wie du sagtest, auch im Vortrag eine sehr hohe Fehlerquote haben. Wie würdest du denn jetzt in der Jugendausbildung vorgehen? Würdest du erst die enge Spielanlage trainieren oder erst oder die weit, also erst eng und dann weit oder direkt auf breite Spielanlage? Wenn ich jetzt zum Beispiel über Fehlerquoten nachdenke oder willst du zum Beispiel eine Fehlertoleranz erzeugen, wie ist da dein Gedanke? Wir müssen immer Fehler machen, um zu lernen. Da bin ich hier felsenfest von überzeugt. Deswegen sind Fehler immer notwendig, auch wenn ich daraus lerne. Und ich würde in der Jugend geht es vor allem darum, erstmal individuell denen ein großes Repertoire an Möglichkeiten zu geben und auszubilden. Und aus diesem Repertoire kann ich dann ja erst mein kooperatives Spiel oder dann mein mannschaftstaktisches Spiel entwickeln. Von daher würde ich es, glaube ich, noch gar nicht festlegen, sondern ich würde natürlich bestmöglich den Spieler ausbilden und zu einer bestmöglichen Ausbildung gehört einfach, dass die Passqualität stimmt, die Passschärfe stimmt, das Entscheidungsverhalten stimmt und natürlich auch die Handlungsschnelligkeit gegeben ist. Diese Faktoren muss ich alle trainieren. Und wie sie sich dann beim Spieler ausbilden, das ist dann natürlich wieder auch eine Sache des Talents und der Lernfähigkeit des Spielers. Aber würdest du denn nicht sagen, dass die breite Spielanlage das mehr fördert als die enge? Im Spiel auf jeden Fall. Ja, im Spiel auf jeden Fall, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, die enge Spielanlage bringt dir erstmal natürlich auch viel mehr, ja, vielleicht viel mehr Erfolgserlebnisse. Ne? Also enge Spielanlage, was meinen wir jetzt damit? Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen unklar, weil ja irgendwie jeder so ein bisschen in die Breite will. Aber es geht ja vor allem in der breiten Spielanlage um raumöffnende Pässe. Also immer wieder den Ball nicht so lange in der Hand halten, sondern schnell eine Entscheidung, spiele ich den Ball weiter oder gehe ich volle Kanne zum Tor, aber nicht so lange mit dem Ball traben und machen, sondern eher in die Aktion gehen. Und ja, ich muss halt wissen, dass in der Jugend da extrem viele Fehler auf mich zukommen und wahrscheinlich ich immer wieder mein Spiel auch aufbauen muss und vielleicht auch mal Niederlagen kassiere. Aber wenn die Spieler dahinter stehen, dann glaube ich, ist das früher oder später immer die erfolgreichste Variante, das zu machen. Wir haben ungefähr noch 1 Minute 90 Sekunden. Letzte Frage, welchen Trainingsrhythmus würdest du pflegen? Ich würde extrem viel, wie gesagt, in diesen Räumen trainieren und gar nicht so viel im Zentrum. Was sieht man da sehr, sehr häufig? So ein 4 gegen 4 in der Mitte. Davon würde ich immer so ein bisschen weggehen, sondern ich würde versuchen, als Trainer die Spieler dahin zu bekommen, dass sie wirklich die Abschlüsse auch in der Breite suchen. Dann kommen wieder die Erfolgserlebnisse. Dann wird implementiert, okay, lass uns im Spiel auch versuchen, genau da anzugreifen.
Und ich glaube, so kann man das am besten steuern, dass man hin zu dieser breiten Spielanlage auch kommt. Wunderbar. Ganz lieben Dank. Das waren die 15 Minuten Handball-Snack, Nachteile und Trainierbarkeit der breiten Spielanlage. Olli, vielen lieben Dank für deinen Input. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder euch gewisse Themen auch interessieren, schreibt uns einfach unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns über den Austausch und hoffen, ihr hattet Spaß und ein paar Inspirationen bekommen. Bis dahin, ciao.